Einen wunderschönen guten Tag hier aus Leipzig, aus dem Café Luca. Und das Thema der heutigen Folge ist 17389 und mein Gast Matthias Tretter. Matthias, was hat es mit dieser Zahl auf sich? Mit welcher Zahl? Die ich gerade genannt habe, die Postleitzahl von Anklang. Ach so, ach jetzt. Jetzt verstehe ich. Das ist ja schon ein Programm her, ich hatte das schon wieder vergessen. Ich hatte mal den Vorschlag gemacht, den Mediamarkt ein bisschen zu ärgern, indem man eine Zahl, nämlich die Postleitzahl von Anklam, auswendig lernt und dann in Massen an der Kasse zum Besten gibt, wenn man gefragt wird, wo man denn herkäme, welche Postleitzahl, sodass in Anklam dann irgendwann mal auch ein Mediamarkt gebaut wird und auf die Art und Weise dort mal Arbeitsplätze entstehen. Wie kommt man auf so eine schräge Idee? Ach, ich war einfach immer mal wieder an der Kasse gestanden und habe mir gedacht, was soll das? Ich möchte hier nicht meine Postleitzahl nennen, ich möchte hier bezahlen. Und dann kam mir irgendwann die Idee, man müsste Marktforschung mal ein bisschen aktiv beeinflussen. Als Kabarettist, wie ist das im Moment so? Ich meine, es passiert jeden Tag so viel. Kommt man da hinterher? Nein, man kommt natürlich überhaupt nicht hinterher. Das Problem ist, es passiert, glaube ich, nicht mehr als vor 10 oder 20 Jahren passiert ist. Es wird nur einfach unendlich viel mehr darüber geredet und geschrieben. Und da kommt man gleich gar nicht hinterher. Unheimlich geschrieben, auch vor allem im Netz. Wie empfindest du das? Also ich gucke ja mittlerweile, ich habe keinen Fernseher, ich habe so eine, gehe in die Mediatheken rein und so weiter. Wie Entertainment und wie medienbelastet sind wir im Moment? Naja, wir sind langsam, glaube ich, gerade dabei, jeder für sich selbst zum Medium zu werden. Weil die Leute das natürlich immer mehr in ihr Ich integrieren. Es gibt ja eine ganze Anzahl Leute, mit denen man gar nicht mehr ganz normal am Tisch sitzen kann, weil sie alle 2 Sekunden ihr Handy checken müssen, beziehungsweise ihr Smartphone. Das heißt, sie werden da eigentlich von ihren Geräten schon selber bestimmt. Also ich habe manchmal bei manchen Leuten mittlerweile das Gefühl, sie sind eigentlich eine App ihres eigenen iPhones. Von daher, da kommt man überhaupt nicht drum rum. Und was die Politik betrifft, es hat zumindest satirisches Potenzial, weil ich es immer sehr putzig finde, wenn Politiker, die offensichtlich nicht in dieser Mediengesellschaft sozialisiert worden sind, also ab 40 aufwärts, ich bin gerade so an der Grenze, glaube ich, in meinem Alter, wenn die dann versuchen, sich möglichst elegant im Netz zu bewegen und man hat immer das Gefühl, die sollten jetzt mal über die Internetstraße geführt werden von jemandem. Also das hat sowas von am Twitter-Rollator gehen. Twitter-Rollator, das finde ich gut. Du bist ja selber netzaktiv, du hast eine eigene Plattform und schreibst selber im Netz. Was machst du da? Naja, ich bin Mitherausgeber von einem kleinen Kulturmagazin, das im Netz existiert. Und ansonsten habe ich natürlich die üblichen Gadgets, die man so hat in dem Beruf. Eine Website, wo man meine Termine anschauen kann. Es gibt auch eine Facebook-Seite, das ist allerdings auch eine reine Fanseite. Und ich persönlich bin sozial, soweit es das im Netz gibt, sozial da nicht unterwegs. Das raubt mir zu viel Zeit. Ich habe mehr Lust, in der Kneipe zu sitzen, als auf einer Plattform. Wo wird das hinführen? Ich meine, es ist zwar nett, jetzt mal bei Facebook dies und das zu machen und so weiter, aber ich merke, es gibt Leute, die das Vollzeit machen mittlerweile, neben ihrer Arbeit. Wo führt uns das hin? Also ohne diese pädagogische, was wird aus unserer Gesellschaft jetzt? Na, man muss schon die Gesellschaft doch im Auge behalten, glaube ich, weil das Ganze funktioniert ja nicht ohne Individuen und hinter Facebook und hinter Twitter und hinter Google stecken natürlich auch Menschen, die das Ganze veranstalten. Und da stecken natürlich auch Mechanismen drin, die man missbrauchen kann. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorge macht, dass das Ganze missbraucht wird, möglicherweise auch im ganz normalen Gebrauch schon relativ schädlich ist, weil es den Turbokapitalismus nochmal um so vieles beschleunigt, weil die Leute ja nur noch umstellt sind mit Werbung und mit Sachen, die sie unbedingt kaufen müssen. Es geht ja noch viel mehr jetzt ums Haben als ums Sein. Und das ist die größte Gefahr, die ich dabei sehe. Und es ist natürlich unendlich nervig. Bewegt dich das? Also
Du siehst kritisch Medien, du siehst kritisch tatsächlich auch den Kapitalismus. Es ist, jetzt erwarten Zuschauer, dass du gerade mal witzig bist, aber wenn du mal nicht witzig sein musst, sondern einfach sagst, was dich bewegt, was bewegt dich in dem Bereich? Eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Also ich versuche das natürlich auf der Bühne dann in eine Form zu bringen, die auch für den Zuschauer vergnüglich ist und die jetzt auch nicht eine klare Haltung einnimmt, weil ich das bei Kunst immer sehr schwierig finde. In dem Moment, wo sowas dann festgeklopft wird und moralinsauer, das möchte ich nicht. Aber das an sich bewegt mich sehr, weil es mir auch Freunde nimmt, die einfach verschwinden im digitalen Raum, mehr oder weniger, weil sie eben dann nur noch beschäftigt sind, damit irgendwelche Accounts zu checken und ich dann irgendwann keine Lust mehr habe, mich mit denen noch auseinanderzusetzen. Und ich gleichzeitig natürlich auch mir bewusst bin, dass das Ganze nicht aufzuhalten ist. Wenn man dich auf der Bühne sieht, man sieht wenig Slapstick, wenig Geste, wenig Mimik, viel Wort. Woran liegt das? Also da muss ich mal subjektiv dir einfach auch mal ein Kompliment machen. Ich glaube, du bist im Moment einer der besten, ich sage jetzt nicht Nachwuchs, die wir im Moment haben. Wieso sparst du das dir irgendwie? Na, das hat erstmal ganz banale biografische Gründe. Ich komme einfach vom Wort. Ich komme nicht vom Spiel wie viele andere. Es gibt eine ganze Menge Kabarettisten, die eben mit Schauspiel angefangen haben und dann ins Kabarettfach gegangen sind. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich bin irgendwann mit den Texten auf die Bühne gegangen und habe dann versucht, mich da schauspielerisch so einigermaßen durchzumogeln, weil ich dann natürlich keinerlei Ausbildung habe und keinerlei Ahnung davon habe, sondern einfach versucht habe, wie kriege ich das jetzt da über die Rampe rüber? Ja, und mit der Zeit lernt man dann ein bisschen was auf der Bühne, was Timing und solche Geschichten betrifft. Aber ich werde jetzt nie der Bernhard Minetti des deutschen Kabaretts werden. Ich bin einfach kein Schauspieler. Ja, das ist es nicht. Was würdest du dir wünschen? Also was ist jetzt die Aufgabe von, was ist die Aufgabe von Kabarett jetzt? Es ist die gleiche, wie sie immer war. Unterhaltung. Ich finde, man sollte sich das abschminken, dass da irgendwas bewirkt wird oder so. Das glaube ich nicht. Es mag möglicherweise den ein oder anderen kleinen Erkenntnisschritt bei dem ein oder anderen Zuschauer geben, aber gesellschaftlich gesehen ist das Ganze ein Unterhaltungsgenre und das soll es auch bleiben. Und es sollte halt möglichst intelligent sein, finde ich. Also ich habe Spaß daran, wenn etwas einfach clever ist. Dann finde ich es auch meistens am lustigsten. Und es gibt auch unglaublich cleveren Klamauk. Also das heißt jetzt nicht, dass man mit Philosophennamen durch die Gegend schmeißen muss, sondern es sollte einfach anders sein als das, was man gewöhnt ist. Und das empfinde ich als clever. Wenn etwas einen anderen Zugang eröffnet und das auf eine komische Art und Weise, das ist das Ideal für mich. Was ist der Reiz des Cleveren jetzt mal für den Zuschauer? Die Neuigkeit, das Neue, das man da erfährt. Und wenn es nur vollkommen formal ist, also wenn man sieht, das absolut klassische Beispiel des Monty Pythons, da wird keinerlei darunterliegende Message vermittelt, sondern es ist ein Klamauk auf eine Art und Weise, wie man ihn vorher nicht gesehen hat. Und das ist das unglaublich Clevere dabei und ich glaube auch fast Therapeutische. Das kann sich auf das Leben des Zuschauers auswirken, indem er einen neuen Zugang des Nicht-Ernstnehmens der Welt bekommt. Es gibt ja da Unterschiede. Da kennt man den Schmickler, der schreit in die Kamera sehr bewusst. Es gibt die dezenten, zurückhaltenden. Es gibt so Leute wie Malmsheimer, der jung und frisch ist, obwohl er, ja, wie würdest du ihn sonst bezeichnen? Ich würde ihn als Vieh bezeichnen. Als Vieh. Als unglaublich viriles Vieh, das unglaubliche Texte produziert. Und mit einer wirklich an die Grenzen des Menschlichen gehenden Energie über die Bühne bringt. Es ist ein Anschlag auf die Lachmuskeln, würde ich sagen. Und er ist hochintelligent noch dazu. Also was er da macht, finde ich großartig. Also ich finde, eben da ist der wesentliche Unterschied, den man bei dir ganz klar erkennen kann. Du teilst mit mir in der Vita eine Sache, wir kommen beide aus Franken.
Was macht Franken aus jemandem und wie hilfreich ist das fürs Covering? Na, man sieht es an dir und mir, was es aus jemandem macht. Also Leute, die sich irgendwie ums normale Leben rummogeln, habe ich das Gefühl. Das kann einem schon, das kann schon durch Franken verursacht werden, glaube ich. Und ich habe, mich verbindet eine große Liebe mit dieser Heimat, die ich da habe, und gleichzeitig auch eine große innere Distanz. Und aus diesem, ich glaube, aus diesem Paradoxon entspringt relativ viel bei mir. Ich liebe es auf der Bühne, ab und zu mal in den Franken zu verfallen, weil er für mich, jetzt mal gegeben, dass es Mentalitäten gibt, mir ist schon bewusst, wie problematisch der Begriff ist, wenn man das auf ein Kollektiv dann gleich anwendet, dass da jeder so sein soll. Aber es gibt zumindest beim Franken eine, ich möchte mal sagen, eine Tendenz zur Renitenz. Also der Franke an sich lässt sich von der Welt jetzt nicht ans Bein pinkeln, sondern er reagiert sehr schnell mit dem erhobenen Mittelfinger. Und das mag ich da sehr. Ja. Es hat auch eine natürlich andere Seite. Dort geht es relativ harsch und relativ unfreundlich erstmal zu. Also wir sind gerade in Leipzig und hier gibt es so diesen demografischen Wandel im Osten. Alle ziehen in den Westen. Wieso ziehen denn so Leute wie du und ich und andere in den Osten? Ich sage in meinem Programm, das mal kurz zu zitieren, alle hauen in den Westen ab, die Karriere machen wollen. Das heißt, es gibt fast keine Arschlöcher im Osten. Und das finde ich, bringt es natürlich sehr überspitzt, aber schon auf den Punkt. Dadurch, dass Leute weggehen, und zwar Leute, die, vor allem Leute, die sehr, sehr materiell orientiert sind, entsteht natürlich auch was anderes hier an Atmosphäre. Also Leipzig und München sind, glaube ich, wirklich, was die Atmosphäre betrifft, so weit voneinander entfernt wie Leipzig und Tokio. Also das ist einfach ganz anders. Ich nenne immer so zum Schluss drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Und wir fangen an mit Leidenschaft. Kunst in jeder Form, ob schreiben oder bildend oder was auch immer, interessiert mich wahnsinnig und reizt mich sowohl aktiv etwas leidenschaftlich zu betreiben, als es auch leidenschaftlich wahrzunehmen. Absolut. Und dann ansonsten meine Familie. Wobei das mit Leidenschaft nicht so viel zu tun hat wie mit Liebe, glaube ich. Schönheit. Auch meine Familie. Also ganz klar, zum einen, das gehört somit zum auch visuell Schönsten, was ich kenne. Und auch wieder Kunst. Das ist, sehr viele positive besetzte Begriffe haben für mich mit den beiden Sachen zu tun. Angela Merkel. Mitleid würde ich dann da dagegen setzen. eine, glaube ich, sehr unterschätzte Frau, deren politische Ansichten ich überhaupt nicht teile, die aber, glaube ich, zu einem sehr guten Teil ziemlich unfair behandelt wird, wobei ich andererseits auch denke, dass das zu diesem Job einfach mit dazugehört. Ich halte sie für intellektuell sehr versiert. Und ich glaube, das ist alles verschüttet vom Machtgedanken. Das kommt nicht raus, das lässt sie nicht raus, das wird ja auch nicht zugestattet. Und ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass sie im persönlichen Umgang äußerst angenehm sein soll und auch witzig. Und ich kann es mir vorstellen. Okay, zum Schluss noch die letzte Frage. Was ist so noch die große Vision, der große Wunsch deiner kabarettistischen Karriere? Noch 30 Jahre so weitermachen zu können, das würde mir schon reichen. Wenn es jetzt nicht abwärts geht, wäre es schon klasse. Ich danke dir, lieber Matthias. Ich bedanke mich. Und hoffentlich bald mal wieder in irgendeinem Café und dann trinken wir auch irgendwie abends mal was in der Bar oder so. Absolut. Dankeschön. Ich danke dir und ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Und das Thema vom nächsten Mal weiß ich nicht, aber der Gast ist Sandra Maischberger. Bis zum nächsten Mal.